Als nächste Rednerin spricht Frau Abgeordnete Gronemann, Fraktion Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Lassen Sie mich, bevor ich zu meiner eigentlichen Rede komme, vielleicht noch zwei Anmerkungen zu der Rede von Frau Wegitz machen. Ich muss sagen, nach Ihrem Beitrag, es gibt eine gute Sache, dass Sie hier im Landtag sitzen, und das ist, dass Sie gerade nicht im Polizeidienst sind. Und ich möchte auch noch einmal, mich bei der GdP bedanken, die sehr deutlich gesagt hat, eine Mitgliedschaft in der GdP ist mit einer Mitgliedschaft in der AfD nicht vereinbar. Ich komme aber gerne auch zur Regierungserklärung. Der Titel Ihrer Regierungserklärung, Herr Innenminister, lautet »Gemeinsam für die Sicherheit in Hessen« und wahrscheinlich ganz in Ihrem Sinne will ich auch zu Beginn gerne auf die Gemeinsamkeiten in Bezug auf den Blick auf die sicherheitspolitische Lage in unserem Land eingehen. Und Sie sagten es, Hessen ist ein sicheres Bundesland, und das stimmt, meine Damen und Herren. Nach wie vor ist Hessen eines der sichersten Bundesländer in Deutschland. Und dass das so ist, ist eine Konsequenz aus dem unermüdlichen Einsatz unserer Polizeibediensteten und Strafverfolgungsbehörden. Sie sorgen jeden Tag für die Sicherheit in unserem Land. Ihnen, meine Damen und Herren, gebührt unser Respekt und unser Dank. Und umso mehr besorgt es mich, es macht mich ehrlich gesagt einfach schlichtweg wütend, dass wir gerade sehen, dass die Übergriffe auf Polizeibeamtinnen ebenso wie auf Rettungskräfte und Angehörige der Feuerwehr in 2023 einen Höchstwert in der polizeilichen Kriminalstatistik erreicht haben. Wir verurteilen diese Angriffe aufs Schärfste. Diese sind mit nichts, aber auch gar nichts zu rechtfertigen, meine Damen und Herren. Und selbstverständlich ist die Forderung nach der Erhöhung eines Strafrahmens nachvollziehbar. Was aber nicht passieren darf, ist, dass wir eine falsche Erwartungshaltung wecken. Denn ich gebe zu bedenken, dass das Abschreckungspotenzial, also die präventive Wirkung solcher Verschärfung, gerade bei Straftaten, die nicht im Voraus geplant sind, gegen Null geht. Besonders wenn diese Angriffe oftmals auch im alkoholisierten Zustand stattfinden, können wir nicht darauf hoffen, dass Strafverschärfung dieses Problem in Gänze lösen können. Und, Herr Minister, Sie haben gesagt, Sie wollen immer Antworten auf das jeweilige Delikt geben, und das ist der vollkommen richtige Ansatz. Aber ich glaube, bei diesem Delikt fehlt es noch an wirklich einer konkreten, tatsächlichen Antwort, wie wir diesen Trend umkehren können. Und den Unterschied zu dem, was bisher vorangebracht worden ist, kann ich auch eher nicht erkennen. Es gibt die Respektkampagnen, die gibt es ja bereits. Sie wollen sie ausweiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist alles richtig und gut. Und auch zur Frage des Personals sage ich auch gleich noch einmal was. Aber ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, erreichen wir potenzielle TäterInnen damit? Reicht das aus, damit Täterinnen gar nicht erst auf die Idee kommen, solche Übergriffe, solche Angriffe auf Einsatzkräfte zu begehen? Und im Sinne Ihrer Regierungserklärung, des Titels Ihrer Regierungserklärung gemeinsam für die Sicherheit und vor dem Hintergrund, dass ja alle Bundesländer das Gleiche beobachten, nämlich die gesteigerten Zahlen bei den Angriffen, frage ich mich einfach, und das ist einfach nur ein Ansatz, ein Vorschlag, den ich hier in den Raum stellen will, ob es nicht sinnvoll ist, hier noch einmal verstärkt, auch länderübergreifend zu schauen, vielleicht wo gibt es Ansätze in den Ländern, die bisher gut funktionieren, und dass man gemeinsam versucht, dort einen Weg zu gehen. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal an dieser Stelle, um deutlich zu machen, nirgendwo in der Bundesrepublik werden diese Angriffe geduldet, meine Damen und Herren. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir unsere Polizei unterstützen und stärken müssen, wo wir können. Ich begrüße ausdrücklich, dass Sie angekündigt haben, voraussichtlich bereits mit dem Nachtragshaushalt neue Stellen zu schaffen.
Und wichtig ist hierbei vor allem auch, dass die Stellen aber auch dort ankommen, wo sie am meisten gebraucht werden. Das heißt vor allem in der Fläche, das heißt vor allem auch im ländlichen Raum, meine Damen und Herren. Das könnte nicht nur die Dienststellen vor Ort entlasten, sondern es sorgt auch vor Ort für mehr Präsenz. Und unerlässlich ist auch, dass die Stellen natürlich besetzt werden. Und deshalb ist die Nachwuchsgewinnung, ich glaube, auch noch einmal ein wichtiger Punkt für die nächsten Jahre. Das Werben um die klügsten Köpfe. Die GdP hat es Attraktivitätsoffensive genannt. Und okay, Sie haben gesagt, dass die Zahlen so nicht ganz stimmen. Aber unstrittig ist doch, dass wir im Wettbewerb mit den anderen Ländern stehen und dass wir hier attraktiver werden müssen. Dazu braucht es gute Arbeitsbedingungen für Polizistinnen. Und sie leisten einen so wichtigen Dienst für unsere Gesellschaft. Und gleichzeitig sind sie bei ihren Einsätzen vielen Gefahren ausgesetzt, weshalb auch die Erhöhung der Polizeizulage vollkommen folgerichtig ist an dieser Stelle. Und um die Aufgaben bewältigen zu können, und das ist auch vollkommen klar, die Frage der technischen Ausstattung, die Digitalisierung der Polizei, die Frage, dass alles auf dem Stand der Technik sein muss, die Frage von Schutzausrüstung, in all diesen Punkten werden Sie auch immer unsere Unterstützung erfahren. Und dann kommen wir zu einem Punkt, bei dem ich gerne zum Beginn Ihrer Rede, Herr Minister, der ja recht staatsphilosophisch war, zurückkomme. Sie haben vom Verhältnis von Freiheit und Sicherheit gesprochen, wie das eine das andere bedingt. Und wenn Sie das ernst meinen, gehört es aus meiner Perspektive schon dazu, innenpolitische Debatten nicht so zu führen, wie sie in all den Jahren zuvor auch immer geführt worden sind. Und leider sind Sie im Laufe Ihrer Rede so ein bisschen wieder diesem Reflex verfallen. Als Sie über Ausgestaltung der Befugnisse der Polizei gesprochen haben, haben Sie das Ganze runtergebrochen auf die Frage Grundvertrauen oder Grundmisstrauen in die Polizei. Wortwörtlich ein Entweder-Oder. Und damit suggerieren Sie, dass alle, die sagen, ein Befugnis sei zu weitreichend, der Polizei grundsätzlich misstrauen würde. Und meine Damen und Herren, Herr Minister, damit machen Sie es sich wirklich viel zu einfach. Es ist wichtig, es ist essentiell, dass Vorstöße aus der Praxis herauskommen für die Frage von weiteren Instrumenten, für die Frage von weiteren Befugnissen. Es ist aber genauso wichtig, und das ist auch unser Job als Gesetzgeber, immer dann eine Abwägung vorzunehmen, wenn diese Befugnisse mit Grundrechtseinschränkungen einhergehen. Und das gilt für jede Maßnahme im Einzelnen, es gilt jede Maßnahmen im Einzelnen zu prüfen. Und das hat nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden zu tun. Und Herr Minister, Sie haben es selbst vollkommen richtig gesagt. Das Ziel muss sein, das richtige Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit. Und bei uns können Sie sich sicher sein, bei meiner Fraktion können Sie sicher sein, wir werden versuchen, diesem Anspruch bei allen geplanten Befugnissen auch gerecht zu werden. Und wo wir gerade bei dem Thema Ansprüchen gerecht werden sind, ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie das Thema Fehlerkultur innerhalb der Polizei angesprochen haben, weil ehrlich gesagt im Koalitionsvertrag standen nicht wahnsinnig viel dazu. Deshalb bin ich auch froh, dass Sie darauf eingegangen sind. In meiner allerersten Innenausschusssitzung ging es um die Chats mit rassistischen, antisemitischen, frauenfeindlichen und schlicht menschenverachtenden Inhalten von Angehörigen der Polizei, die im Kontext zu den Ermittlungen der Drohbriefserie NSU 2.0 bekannt wurden und den Datenabfragen von Polizeicomputern im zeitlichen Kontext der Drohbriefe. Das war mein allererster Wiener. Und was ich damals hörte, macht mich bis heute fassungslos. Und ich habe mich damals gefragt, oder ich habe mir damals die Frage gestellt, wie kann es eigentlich sein, dass wirklich niemand, aber auch niemand innerhalb dieser Chats, innerhalb der Polizei darauf aufmerksam gemacht hat. Und natürlich stellt man sich die Frage, wird das akzeptiert? Ist es tatsächlich ein Weltbild, das geteilt wird? Aber, meine Damen und Herren, es darf keinen Zweifel daran geben, wer nicht unerschütterlich und mit beiden Beinen auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, hat nichts in der Polizei, hat nichts im Staatsdienst verloren. Die danach eingesetzte Expertenkommission zur Verantwortung der Polizei in einer pluralistischen Gesellschaft
sollte lehren, vor allem aus dem NSU 2.0, den Polizeischatz und auch den Datenabfragen ziehen. Sie hat dazu 133 Maßnahmenempfehlungen erarbeitet, die nach und nach umgesetzt wurden. Und klar ist aber auch, dass die Arbeit damit nicht vorbei ist. Damit diese Maßnahmen auch nachhaltig wirken können, muss die Weiterentwicklung der Polizei ein ständiger Prozess werden. Es braucht regelmäßige Evaluierungen der umgesetzten Maßnahmen und da auch eine wissenschaftliche Perspektive, die mit einbezogen wird. Und es braucht auch eine Transparenz der Öffentlichkeit gegenüber, wie die Polizei sich auch weiterentwickelt. Die Polizei als lernendes System, das muss vor allem auch der eigene Anspruch sein. Und eine echte Fehlerkultur muss jeden Tag gelebt werden, meine Damen und Herren. Wichtig wäre aber auch, dass diese Fehlerkultur nicht nur in der Polizei verankert wird. Das meine ich damit. In den letzten 5 Jahren haben wir diverse Krisen erlebt. Wir haben unter anderem auch erlebt, wie Worte wie purer Hass, wie Rassismus, wie Menschenfeindlichkeit zu Taten werden. Der Mord an Dr. Walter Lübcke und der rassistische Anschlag in Hanau haben unser Bundesland in unseren Grundtiefen erschüttert. Nach beiden Anschlägen wurden Aufklärung und Konsequenzen versprochen. Es gab 2 Untersuchungsausschüsse, und in beiden durfte ich mitarbeiten. Beide haben anhand ihrer Erkenntnisse Handlungsempfehlungen erarbeitet zur Arbeit des Verfassungsschutzes, zum Waffenrecht, dem Opferschutz, zur Antirassismusarbeit in und außerhalb der Polizei und vieles weiteres mehr. Und über diese Handlungsempfehlung herrschte in diesem Haus weitestgehend Konsens. Meine Damen und Herren, nicht ein Wort darüber fand sich in dem Koalitionsvertrag. Das ist ein Signal, was damit gesendet wurde. Vielleicht stellen Sie sich einmal die Frage, was denn vielleicht sich die Angehörigen auch denken, wenn sie den Koalitionsvertrag lesen und nichts darüber, keine Aussage darüber finden, was denn eigentlich mit den Handlungsempfehlungen passieren soll. Ich bin aber dankbar. Ich bin dankbar, dass es heute eine Positionierung von Ihnen dazu gab, Herr Innenminister. Ich bin auch der Kollegin Gnadl dankbar, dass sie dazu gesagt hat, sie wollen das umsetzen. Das muss aber genauso, also Sie haben es vor allem auf den UNA Hanau bezogen, ich glaube, Sie ebenso, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, und genauso selbstverständlich sollte auch sein, dass nicht nur die Handlungsempfehlung des UNA Hanau, sondern auch die Handlungsempfehlung des UNA Lübcke umgesetzt werden. Das ist ein klarer Auftrag für uns alle, für den Landtag und für die Landesregierung. Erinnern heißt verändern, meine Damen und Herren. Und erinnern heißt auch Verantwortung. Der gestiegene Antisemitismus und die Tatsache, dass Jüdinnen sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen und teilweise überlegen, auszuwandern, ist mehr als beschämend, meine Damen und Herren. Und gleichzeitig ist klar, dass das ein Auftrag für uns ist. Und da reicht es auch nicht aus, mit dem Finger auf eine Gruppe von Menschen zu zeigen. Antisemitische Verschwörungsnarrative haben seit den vergangenen Jahren immer mehr Zuspruch gefunden. Das zeigt die Mitte-Studie. Meine Damen und Herren, wir müssen jegliche Form von Antisemitismus bekämpfen. Wir unterstützen gerne die Landesregierung dabei, gerade wenn es darum geht, hier die politische Bildung auch weiter zu unterstützen. Ein Ansatz wäre, vor allem auch die Gedenkstätten mit weiteren Mitteln auszustatten, sodass sie auch mehr aufsuchende Bildungsarbeit betreiben können, zum Beispiel sei es im Sportverein, sei es im Musikverein und so weiter und so fort. Wir müssen auch an dieser Stelle versuchen, gerade bei den Jugendlichen die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Nach dem NSU. Nach dem Mord an Walter Lübcke, allerspätestens, aber nach dem Anschlag in Hanau, hätte allen klar sein müssen, wie groß die Gefahr ist, die vom Rechtsextremismus ausgeht. Die Korrektivrecherche hat das noch einmal für alle ausbuchstabiert. Und ich bin ebenfalls dankbar für die vielen
vielen Menschen, die seit Monaten regelmäßig auf die Straße gehen und für unsere Demokratie einstehen. Klar ist, dass es die gesamte Gesellschaft braucht, um unsere Demokratie zu verteidigen. Das kann die Politik alleine nicht schaffen. Aber dennoch müssen wir wissen, dass es eine Erwartungshaltung an uns gibt, eine Erwartungshaltung, dass wir handeln. Ich war ein bisschen verwundert darüber, das gebe ich offen zu, dass im Sofortprogramm nichts dazu stand. Ich weiß, es ist ein Demokratiefördergesetz geplant. Wir unterstützen das an dieser Stelle ausdrücklich und halten das auch für notwendig, hier das Ganze auszubauen. Und wo wir genauer hinschauen müssen, und da müssen wir vielleicht auch zugeben, dass wir da früher nicht so genau hingeschaut haben, also vielleicht nicht nur die Politik, sondern vielleicht auch die Sicherheitsbehörden, ist gerade die Entwicklung bei den Jugendlichen. Und die ist wirklich besonders besorgniserregend. Rechtsextremismus als Social-Media-Trend. Die Radikalisierung gerade von Jugendlichen findet vor unser aller Augen statt. Und es braucht nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern es braucht gemeinsame Strategien, um dem entgegenzuwirken, meine Damen und Herren. Und es gibt eine weitere Entwicklung, die besorgniserregend ist, und ein weiteres Thema, das ich im Sofortprogramm vermisst habe, das Thema Gewalt gegen Frauen. Und ich weiß nicht, wie sehr den männlichen Kollegen eigentlich bewusst ist, dass die meisten Frauen bereits im Kinderalter beigebracht bekommen, wie sie sich eigentlich im öffentlichen Raum bewegen sollten, vor allem mit Einbruch der Dunkelheit, um das vermeintliche Risiko zu minimieren, Opfer von Übergriffen zu werden. Von der Frage, was sie anziehen oder vielleicht besser nicht anziehen, welche Wege oder welche Umwege sie gehen. All das sind Ratschläge, die man mit auf den Weg bekommt, die man von klein auf mit auf den Weg bekommt. Ich persönlich weiß zum Beispiel, wie ich meinen Haustürschlüssel als Waffe einsetzen kann, wenn ich es brauche. Ich weiß, wohin ich einen Angreifer schlagen muss, um höhere Fluchtchancen zu haben. Die traurige Wahrheit zeigt uns aber die Statistik, und das hat dankenswerterweise die Kollegin Gnadl eben auch herausgestellt. Frauen sind nicht am meisten gefährdet, Opfer einer Straftat zu werden, wenn sie im Dunkeln joggen gehen. Es ist nicht der öffentliche Raum, sondern sie sind es, sobald sie sich daheim bei ihrem Partner aufhalten. Der Höchstwert bei häuslicher Gewalt in der PKS, eine Steigerung der Fallzahlen um 4,6%, unterstreicht diesen Handlungsbedarf. Gewalt gegen Frauen ist strukturell. Frauen und Kinder sind besonders oft Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt. Und deshalb ist es ein Auftrag auch für die Landesregierung, die Istanbul-Konvention weiterhin konsequent umzusetzen und das auch wissenschaftlich zu begleiten. Gemeinsam mit dem Bund und den Kommunen muss eine verlässliche und bedarfsgerechte Finanzierung der Schutzeinrichtungen, der Frauennotrufe sowie Beratungs- und Interventionsstellen sichergestellt werden. Sie müssen finanziell gestärkt werden, damit sie neben der Beratung auch Präventions-, Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit machen können. Beim Thema geschlechtsspezifische Gewalt müssen stets auch Angebote für Mädchen und junge Frauen mitgedacht und entsprechend altersgerechte Angebote vorgehalten werden. Und die Anzahl der Plätze in hessischen Frauenhäusern müssen anhand den Empfehlungen der Istanbul-Konvention entsprechend ausgebaut werden. Und dafür braucht es ein Sofortprogramm für zusätzliche Familienplätze in Schutzunterkünften, aber vor allem auch in die Übergangswohnungen und die Unterstützung von Initiativen, die diesen Zugang auch den Zugang zu den Schutzunterkünften erleichtern. Und darunter braucht es auch spezialisierte Angebote für junge Frauen, Migrantinnen, queere Personen und gewaltbetroffene Männer. Der effektive Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt und Stalking bedarf eines strukturierten, professionsübergreifenden Risikomanagements. Und dafür ist es sinnvoll, Fallkonferenzen zu etablieren, wo Polizei, wo die Ämter, wo die Staatsanwaltschaft und Interventionsstellen zusammengebracht werden und ein gemeinsames und koordiniertes Vorgehen sichergestellt wird. Meine Damen und Herren, beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder ein Ex-Partner eine Frau zu töten, und an jedem dritten Tag verliert eine Frau in Deutschland ihr Leben, weil ihr vorwiegend Ex-Partner sie umbringt.
Femizide und Femizidversuche müssen als solche benannt und in der Kriminalstatistik entsprechend aufgeführt werden. Diese muss mit einer Femizidstudie in Hessen begleitet werden und deren Analyse immer fortwährend Maßnahmen zur Prävention auch vorschlagen, um zu schauen, wie wir das Ganze weiterentwickeln können, überprüfen, ob die Maßnahmen, die wir vorangebracht haben oder die Landesregierung vorangebracht hat, ausreichend dafür sind. Und all das gehört für uns auch in ein Sicherheitspaket, meine Damen und Herren. Und Herr Minister, Sie haben es gesagt, wir haben in der letzten Wahlperiode die Fußfessel zur Aufenthaltsüberwachung auf den Weg gebracht. Wenn Sie die weiterentwickeln wollen, wir sind offen dafür. Lassen Sie uns darüber reden, wie genau das gehen kann. Wir wollen die Eskalationsspirale durchbrechen und wir wollen sie durchbrechen und wir wollen verhindern, dass es weitere Femizide gibt. Und dort können Sie uns an Ihrer Seite wissen. Zusammenfassend, für uns Grüne ist klar, eine gute Sicherheitspolitik hat immer auch zum Ziel, dass alle Menschen sich in Hessen sicher fühlen. Und bei allen Maßnahmen, die dazu beitragen, Herr Minister, können Sie unsere Unterstützung erwarten. Vielen Dank. Als nächster Redner steht schon bereit Herr Abgeordnete Fromny von den Freien Demokraten. 23 Minuten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Innenminister hat ja wirklich sehr gut angefangen. Grundgesetz, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Fast schon ein Liberaler an der Stelle. Fast. Aber der weitere Verlauf seiner Rede hat ja dann sehr deutlich gezeigt, wo bei der CDU Sicherheit draufsteht, da ist am Ende selten Freiheit drin, meine Damen und Herren. Ja. Ja, wir Liberale vertrauen den Menschen, gemäßigt durch Vernunft. Die Konservativen, die misstrauen den Menschen, befeuert von Angst. Und das ist nun mal ein Fakt. Und meine Damen und Herren, kommen wir zu den drängendsten Problemen im Innenbereich, etwa der Nachwuchsmangel bei der Polizei. Und damit es nicht bei Lippenbekenntnissen des Innenministers bleibt, müssen Sie endlich nicht nur die Stellen schaffen, nein, Sie müssen sie auch auf die Straße bringen, meine Damen und Herren. So schafft man Sicherheit im Einklang mit Freiheit. Und Fakt ist, das Land Hessen hat nicht genügend geeigneten Nachwuchs. Sie haben eben am Rande, Herr Innenminister, bemerkt, dass die Zahlen der Polizeigewerkschaft falsch seien. Die Gewerkschaft der Polizei berichtete, dass von den rund 280 geplanten Polizeianwärtern tatsächlich nur 211 junge Kolleginnen und Kollegen im Februar eingestellt wurden. Ein historisch niedriges Niveau. Was ist denn jetzt richtig, Herr Minister? Wie viele Studierende haben denn ihr Studium im Februar begonnen? Und besonders interessant ist ja, für die Gründe des fehlenden Polizeinachwuchs hatte Jens Mohr, Herr Vorsitzender der GdP Hessen, in der FAZ am Sonntag drei klare Antworten. Erstens. Es gibt viele Willige, die Einstellungsvoraussetzungen nicht erfüllen. Zweitens. Es gibt viele Studienabbrecher. Und drittens. Es gibt noch jene, die ganz genau wissen, dass Hessen seine Beamten schlechter bezahlt als andere Bundesländer. Und das ist das Problem. Herr Innenminister Posek, Sie sagten, der Polizeiberuf habe nach wie vor eine sehr hohe Anziehungskraft auf junge Menschen. Ich will sagen, ja, das stimmt.
Das stimmt. Der Polizeiberuf ja, aber nicht in Hessen, meine Damen und Herren, nicht in Hessen. Und im Vergleich zu anderen Bundesländern und der Bundespolizei ist Hessen eindeutig kein attraktiver Arbeitgeber mehr. Das Land Hessen bietet Studierenden der Polizei keinen bezahlbaren Wohnraum an. Und später ist das Leben dort, wo die Polizei besonders gebraucht wird, wie in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Limburg, kaum bezahlbar. Und zudem mangelt es an Aufstiegsperspektiven. Meine Damen und Herren, wir brauchen hier dringend eine bessere, eine verfassungskonforme Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Ich bin sehr gespannt auf den Abschluss der Tarifverhandlungen und hoffe, dass auf Ihre Worte auch Verlass ist und die Polizistinnen und Polizisten tatsächlich maßgeblich, Sie haben ja gesagt, maßgeblich profitieren werden. Maßgeblich profitieren heißt dann aber auch hoffentlich verfassungskonform. Und meine Damen und Herren, auch bei der Polizei wird der Wettbewerb immer heftiger. Wir müssen uns hier auch den Herausforderungen stellen. Wir müssen uns überlegen, wie machen wir unseren öffentlichen Dienst so attraktiv, wie machen wir ihn so attraktiv, dass die Leute bei uns arbeiten wollen. Und hier geht es auch um Wertschätzung gegenüber den Landesbediensteten. Gerade bei der Polizei werden die Themen Leitbild sowie Führungs- und Fehlerkultur ständig gefordert und erwartet. Und meine Damen und Herren, die Polizeibeamten fragen sich doch zu Recht, ob die Bindung an Recht, Gesetz und Werte nur für sie gilt oder ob auch der Dienstherr sich daran hält und damit identifiziert, meine Damen und Herren. Natürlich geht es aber auch um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Überstundenabbau, der Abbau von Verwaltungsarbeit. Wir Freien Demokraten, wir wollen besser ausgestattete Polizistinnen und Polizisten statt immer neue und schärfere Gesetze. Erfreulich, um eine positive Nachricht zu bringen, erfreulich ist der Fortschritt bei der modernen Ausstattung. Die Zahl an Tasern wird verdreifacht. Was positiv ist, muss man auch mal loben. Damit wird man immerhin einer Forderung der Freien Demokraten ja auch gerecht, die wir schon 2022 aufgestellt haben. Aber aus unserer Sicht müsste in jedem Streifenwagen ein Taser bereit liegen, um eine tatsächlich flächendeckende Ausstattung auch zu erreichen. Und meine Damen und Herren, der Anstieg der Straftaten um 7,8% sei unerfreulich. Unerfreulich, meinten Sie. Meine Damen und Herren, das ist nicht nur unerfreulich, das ist ein Alarmzeichen und sollte ein dringender Handlungsauftrag für diese Landesregierung sein. Die Kriminalität in Hessen ist in nahezu allen Bereichen angestiegen. Ist das das Zeugnis der CDU nach 25 Jahren Innenpolitik? Wohl eher ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Wohl eher ein Armutszeugnis. Herr Poseck, ja, ich fand es wirklich schön, wie Sie das gesagt haben. Daten sind die neue DNA. Daten sind die neue DNA. Wenn das so ist, was ich auch glaube, dann müssen aber auch die gleichen Maßstäbe bei den Daten wie bei der DNA gelten. Und keine anlasslose Massenspeicherung. Das darf es nicht geben. Ja, wie bei jedem Anlass haben Sie ja auch hier wieder die verfassungswidrige Vorratsdatenspeicherung ausgepackt. Es gibt ja auch keine Rede von Ihnen, wo Sie das nicht machen. Und wissen Sie, was faszinierend ist an der Stelle? Die CDU hat es ja 16 Jahre lang nicht geschafft, die sexuelle Darstellung von Kindesmissbrauch zu bekämpfen. Sie haben es 16 Jahre lang nur wiederholt geschafft, verfassungswidrige Gesetze vorzulegen. Und Sie sind damit immer wieder gegen die Wand geknallt. Der Bundesjustizminister will es jetzt anders machen, er will es besser machen und er will es vor allen Dingen richtig machen, meine Damen und Herren. Verfassungsgemäß. Und mit einem weiteren Versuch,
der Vorratsdatenspeicherung, meine Damen und Herren, besteht das Risiko, dass diese ja ohnehin wieder nur gekippt wird. Und damit wäre am Ende des Tages, und darum geht es uns ja allen, den Opfern und den Ermittlern nicht wirklich geholfen. Ja? Wir brauchen eine rechtssichere Lösung. Darum muss es gehen. Eine rechtssichere Lösung. Und, meine Damen und Herren, wir brauchen auch endlich klare gesetzliche Regelungen für den Einsatz von V-Personen. Auch hier handelt der Bundesjustizminister. Ich erinnere mal an den Fall Murat Cem, früherer V-Mann im Umfeld des Terroristen Anis Amri. Dieser hatte als V-Mann fast 20 Jahre für die Strafverfolgungsbehörden gearbeitet und dabei diverse Straftaten begangen. Und der Fall, meine Damen und Herren, ist nur einer von vielen, die den Reformbedarf an dieser Stelle deutlich machen. Meine Damen und Herren, und jetzt haben wir es ja heute auch wieder erlebt, es ist ja so, wenn die CDU nicht mehr weiter weiß, dann kommt der ewige Ruf nach Strafverschärfung. Strafverschärfung. Wohl wissend, dass das eigentlich nichts bringt. So auch heute wieder bei den Angriffen gegen Einsatzkräfte. Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Zunächst danke ich den Polizistinnen und Polizisten sowie den Einsatzkräften in unserem Land, die für Sicherheit in unserer Gesellschaft sorgen und die tagtäglich Aufgaben für den Staat wahrnehmen. Und sie dürfen nicht Opfer von Gewalt werden. Das Spannende ist, seit vielen Jahren steigen die Angriffe auf Polizistinnen und auf Polizisten kontinuierlich an. Im Jahr 2023 wurde der bisherige Höchstwert erreicht. Im vergangenen Jahr wurden 5.056 Polizisten und Polizistinnen Opfer von gewalttätigen Übergriffen. Und meine Damen und Herren, ich glaube, es ist klar, und da herrscht, gehe ich auch davon aus, Einigkeit in diesem Haus, jeder Übergriff ist einer zu viel. Der Rechtsstaat muss gegen solche Täter entsprechend vorgehen, entschlossen vorgehen. Und dort ist jetzt schon vorgesehen, dass tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst als besonders schwere Fälle mit einem Strafrahmen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren gelten, wenn Täter Waffen oder gefährliche Werkzeuge dabei haben. Und das geltende Recht muss hier einfach konsequent angewendet werden und durchgesetzt werden. Häufig bleiben Straftaten für die Täter ohne Folgen, weil sie nicht zur Anzeige gebracht werden oder Beweise nicht ausreichend erhoben wurden. Und selbst in den Fällen, in denen es zur Anzeige kommt, dauern die Verfahren aufgrund fehlender personeller Kapazitäten schlicht und ergreifend zu lang. Und das führt dazu, dass die Täter viel zu spät vor Gericht kommen. Die Justiz stellt zudem den Großteil der Verfahren ein. Und wenn der Großteil der Verfahren aber eingestellt wird, würde auch eine Erhöhung des Strafrahmens das Ziel verfehlen. Und das Problem liegt damit im Vollzug der Möglichkeiten und an der Ausschöpfung des Strafrahmens. Wir brauchen also keine härteren Strafen, ganz einfach, weil die nichts bringen. Und Sie wollen ja jetzt die Mindeststrafe von 3 auf 6 Monate anheben und damit bei Verurteilung ein Ausweichen in Geldstrafe nicht mehr möglich ist und in jedem Fall eine spürbare Sanktion ausgesprochen werden soll. Also ob jemand jetzt auf dem Papier 3 oder 6 Monate in die JVA kommt, welchen Unterschied macht das, wenn die Strafen unter 2 Jahren in der Regel sowieso zur Bewährung ausgesetzt werden? Spürbar wäre es im Fall einer Bewährung nur, wenn die Täter zu einer hohen Anzahl von Sozialstunden verpflichtet werden. Und zwar am besten genau dort, bei den Organisationen, die sie angegriffen haben. Aber der Innenminister versucht jetzt, sich mit seinem Vorstoß lieb Kind bei den Polizisten und Feuerwehrleuten zu machen. Die echten Probleme geht er damit aber nicht an. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Strategie zur konsequenten und schnelleren Verfolgung von Straftaten gegen Einsatzkräfte. Darum geht es, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ebenfalls alarmierend ist der Anstieg der Jugendkriminalität. Ein Drittel der Tatverdächtigen im Bereich der Straßenkriminalität ist unter 21 Jahren alt.
Rund 20% aller Straftaten sind Tatverdächtige unter 21 Jahren. Das sind fast 7.000 mehr Tatverdächtige unter 21 als noch vor 2 Jahren. Ich sehe hier dringenden Handlungsbedarf. Das hat nichts mit Wilhelm Busch zu tun. Der Innenminister sagte eben, dass dabei auch Folgen und Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie eine Rolle spielen. Meine Damen und Herren, ich halte das für einen gefährlichen und einen verharmlosenden Ansatz. Ich warne auch davor, diese sogenannten Nachholeffekte als Ursache anzusehen und das Problem deswegen nicht tatsächlich vollumfänglich anzugehen, weil man glaubt, die Lage werde sich von alleine auch schon wieder irgendwie entspannen und lösen. Präventive und repressive Maßnahmen müssen eng verzahnt werden, um kriminelle Biografien frühestmöglich zu verhindern. Das erfordert eine bessere Vernetzung von relevanten Stellen, finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit in den Kommunen und die konsequente Strafverfolgung. Unser Innenminister hat angekündigt, mehr Häuser des Jugendrechts errichten zu wollen. Dies begrüßen wir ausdrücklich und fordern, dass er seinen Ankündigungen auch möglichst schnell Taten folgen lässt. Die Landesregierung muss endlich die Prävention, die Eindämmung und auch die Strafverfolgung im Bereich der Jugendkriminalität zur Chefsache machen, und zwar mit Hochdruck, Hand in Hand mit allen Netzwerkpartnern koordiniert. Meine Damen und Herren, vor allen Dingen nicht irgendwann, sondern jetzt. Jetzt muss das gemacht werden. In der Wissenschaft und in der Praxis besteht ja Einigkeit dahingehend, dass die Kinder- und Jugendkriminalität als ein komplexes soziales Problem betrachtet werden muss, für dessen Lösung ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich ist. Es bedarf an der Stelle koordinierter Antworten von Schul-, Polizei, Justiz und der Kinder- und Jugendhilfe. Und besonders wichtig ist es, Zugang zu den Familien zu finden. Schulen müssen mit eingebunden werden. Wissen um unsere Demokratie und um unsere Gesellschaft wird maßgeblich dort vermittelt. Es muss aber auch klar sein, ich denke, das ist ganz entscheidend, wer die Regeln in unserem Rechtsstaat bricht, muss die Konsequenzen auch tragen. Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang finde ich die drastische Zunahme antisemitischer Straftaten um 224% als höchst alarmierend. Höchst alarmierend. Diese Zahlen sind nicht nur Statistik, sie sind ein Weckruf für uns alle. Jüdisches Leben ist wieder akut gefährdet in unserem Land. Es ist hier Zeit zu handeln. Es ist Zeit, deutlich zu machen, dass Antisemitismus in keiner Form in diesem Land hier toleriert wird. Der Schutz jüdischer Einrichtungen muss kontinuierlich überprüft und bei Bedarf verstärkt werden. Hierfür sind die notwendigen finanziellen Mittel, aber auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten in Absprache mit den Gemeinden und weiteren Institutionen bereitzustellen. Die Sicherheitsbehörden müssen für das erschreckende Ausmaß des Antisemitismus sensibilisiert werden. Und wir müssen Maßnahmen ergreifen, um antisemitische Vorfälle frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sicherheitsbehörden ist da unerlässlich, um effektive Maßnahmen gegen Antisemitismus zu entwickeln und umzusetzen. Wir können und dürfen nicht zulassen, dass jüdische Gemeinden in Angst leben in diesem Land. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die jährlich veröffentlichte Polizeikriminalstatistik, die PKS, gibt uns erste Anhaltspunkte und Trends über die Entwicklung von Straftaten in Hessen. Allerdings finden nur solche Taten Berücksichtigung, die der Polizei auch bekannt waren. Die PKS ist sozusagen ein Arbeitsnachweis der Polizei und auch durchaus wichtig für die Planung von Ressourcen und bietet öffentliche Transparenz.
um frühzeitig durch politische Maßnahmen negativen Veränderungen der Kriminalitätsstruktur zu begegnen, ist es aber auch zwingend notwendig, ein verlässlicheres Bild über die tatsächliche Kriminalität in Hessen zu erhalten. Und hierzu ist die PKS nicht in ausreichendem Maße in der Lage. Tatsächlich liefert sie eher ein Zerrbild als ein Abbild der Realität. Und Kriminologen, Rechtswissenschaftler und die Strafverfolgungsbehörden sind sich ja weitgehend einig, dass nur ein Abgleich der Hellfeldstatistik PKS mit einer Dunkelfeldstudie ein realistisches Lagebild der Kriminalität in diesem Land liefern kann. Wer wissen möchte, wie es um die Kriminalität in Hessen tatsächlich bestellt ist, bekommt es nur heraus, wenn er auch eine Dunkelfeldstudie durchführt. Und nur so werden wir auch entsprechende Ansätze eröffnen, um die Deliktsbereiche in ihren Schwerpunkten richtig zu erfassen und am Ende des Tages dadurch auch eine höhere Aufklärungsquote zu erreichen. Und das würde auch zur Steigerung, am Ende des Tages würde das auch zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls in diesem Land führen. Und das ist doch genau das, was wir erreichen wollen, dass sich die Menschen in diesem Land, dass sich die Menschen in Hessen wieder sicherer fühlen. Und meine Damen und Herren, wir werden Sie, lieber Herr Innenminister, in den nächsten 5 Jahren an Ihren Taten messen und nicht an Ihren Ankündigungen. Und dabei werden wir selbstverständlich die Freiheit immer im Blick haben. Vielen Dank.